Charkiw. Eigentlich ein bedeutendes Wissenschafts- und Bildungszentrum des Landes. Eigentlich eine Studentenstadt. Innerhalb von wenigen Tagen hat sich die zweitgrößte Stadt der Ukraine in ein Trümmerfeld verwandelt. Bilder von dem Raketenangriff auf das Verwaltungsgebäude wenige Tage nach Kriegsbeginn schockieren die ganze Welt. Gezielt haben russische Truppen versucht, das regionale Verwaltungsgebäude zu zerstören. Auch der Vorplatz ist von mehreren Raketeneinschlägen vollkommen verwüstet. Unser Reporter Sebastian Prengel hat den Ort mit dem einst prachtvollen Gebäude jetzt besucht. Wir stehen im Innenhof des Verwaltungsgebäudes von Charkiw. Hier sind am Anfang des Krieges schon 3 Raketen eingeschlagen. Und wenn wir uns diese Zerstörung einmal anschauen, dann sehen wir hier ein Auto, das ist völlig zersiebt von Granatsplittern und von Schrapnellen. Und hier vorne ist etwas besonders Grausames passiert. Hier muss ein Mensch gestanden haben, als diese Rakete den Innenhof getroffen hat. Man sieht immer noch die Blutspuren, die hier diesen Schacht hinuntergelaufen sind. Die Rakete, die ist hier vorne auf diesem Platz eingeschlagen. Und die Verwüstung sieht man hier im ganzen Gebäude. Wenn wir jetzt hier weitergehen, überall Schutt und Asche, Betontrümmer, Stahlrohre, Holz, Stühle. Und hier unten klafft ein riesengroßes Loch. Der Wucht dieses Einschlags, der lässt sich hier wirklich nur erahnen. Das ist unbeschreiblich. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das mal ein prachtvolles Gebäude gewesen ist. Und im Übrigen natürlich auch kein militärisches Ziel. Das ist ein Verwaltungsgebäude, in dem Zivilisten gearbeitet haben. So, was wir jetzt sehen, das ist das Büro gewesen des Gouverneurs von Charkiw. Schränke sind zertrümmert worden, ein Fernseher liegt da. Die Decke kommt teilweise herunter. Es sind überall Trümmerteile. Der Raum, den wir jetzt sehen, ist das Pressecenter. Hier haben Pressekonferenzen stattgefunden. Man sieht das hier noch, diese Stoffsitzreihen. Trümmerteile hängen von der Decke, die Fenster sind zerborsten. Hier weht ein eisiger Wind jetzt durch das Gebäude. Ja, wir sehen hier im obersten Stockwerk blutverschmierte Türen. Und Mitarbeiter müssen nach dieser Katastrophe nochmal wiedergekommen sein, um hier Blumen niederzulegen, die hier zwischen den Trümmern, zwischen den Splittern und dem ganzen Staub liegen. Der Angriff auf die einzige Millionenstadt nimmt kein Ende. Ja, Charkiw liegt unter Dauerbeschuss. Wir hören hier im Sekundentakt heftige Explosionen. Und dieses Gebiet, was wir da sehen, das wird hier von den Russen in Schutt und Asche gelegt. Wir haben auch Hinweise darauf, dass die Russen Streubomben einsetzen. Und das ist über bewohntem Gebiet verboten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Und das ist Putin egal, offensichtlich. Er bombardiert hier die Zivilbevölkerung. Ungefähr 1 Million Menschen sollen die Stadt mittlerweile verlassen haben. Aber 500.000, die zittern hier in ihren Kellern um ihr Leben. Trümmer und Tote, bebende Erde dort, wo einmal Familien wohnten. Das ist die neue Realität in Charkiw. Die einst so pulsierende Stadt ist Kampfgebiet. Kein Tag ohne Bomben, Raketen und Granaten.